Der Frühling ist da. Menschen zieht es nach draußen, sie tragen kurze Kleidung, hören Musik, tanzen. Das Normalste der Welt, eigentlich. Das ist, hat unter anderem eben damit zu tun, dass es sehr warm geworden ist teilweise. Und dadurch fällt es natürlich noch viel mehr auf, wenn Frauen den Manteau nicht tragen, kurze Sachen tragen. Im Übrigen tragen auch Männer jetzt kurze Hosen, was ihnen nicht erlaubt ist. Auch als Widerstandszeichen. Es gab so ein Foto, wo zwei Jungs so in Shorts im Café sind. Ich so, oh, that's so nice. Das war also, so schön. Und im Hintergrund siehst du noch eine Frau ohne Kopftuch. Ja, als wäre es so das Normalste der Welt. Ne, plötzlich. Und nicht lebensgefährlich. Das waren Gilda Sahebi und Saha Esler und ihr hört den Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch das Iran-Update. Angefangen hat alles im September 2022 mit dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini. Im Iran gibt es Proteste und aus diesen Protesten entwickelt sich eine revolutionäre Bewegung, getragen vor allem von den Frauen im Land. Saha Esler und Gilda Sahebi verfolgen die Berichte dazu auf ihren Social-Media-Kanälen, viele davon auf Farsi. Und ich glaube, dass es wichtig sein kann, dass man eben sowas mal für alle macht, dass man das auch für Deutsche macht, für alle möglichen Leute, die vielleicht einfach Interesse am Iran gerade haben und da vielleicht einfach gar nicht so richtig durchsteigen in allem. Man kriegt mit, da wabert was, da ist irgendwas Revolutionäres im Gange, vielleicht die ein oder anderen mit, aber eben nicht vielleicht die wichtigsten News. Jede Woche die wichtigsten News, das ist die Idee hinter dem Iran-Update. Dabei schauen Esler und Sahebi immer wieder kritisch darauf, was andere über den Iran berichten. Wie im April, als verschiedene deutsche Medien titeln, das iranische Regime habe einen Gesetzentwurf zum Schutz der Frauen vorgelegt. Wenn das iranische Regime sagt, wir machen einen Gesetzentwurf, also ich musste lachen, als ich gesehen habe, zum Schutz von Frauen. Hä? Also, im Iran gibt es keine Gesetzesentwürfe und es gibt auch keine Gesetze. Also offiziell natürlich schon, aber letztendlich ist es einfach nur irgendwelche Wörter, die da stehen. Die haben aber gar keine Relevanz. Wenn im Gesetzesentwurf in Anführungsstrichen steht, Männer werden härter bestraft, weil sie Frauen schlagen oder so, dann hat es keine Relevanz. Also eine Frau hat vor Gericht im Iran immer Unrecht. Sie ist immer die bestraft wird. Frauen im Iran, die sich gegen häusliche Gewalt wehren oder gegen sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt, die werden bestraft. Die werden hingerichtet, wenn sie sich wehren in Notwehr, wenn sie den Mann erstechen oder was auch immer was passiert oder ihn verletzen in Notwehr, die werden bestraft. Mhm. Daran enden 10 Gesetzesentwürfe nicht. Und sowas muss man halt wissen. Und dann kann man einfach nicht so eine Schlagzeile machen. Esler und Sahebi sind Deutsch-Iranerinnen. Was im Land passiert, geht ihnen nah. So berichten die beiden sehr persönlich über den Dienstagabend vor dem persischen Neujahr, an dem die Menschen im Iran traditionell über ein Feuer springen und das neue Jahr begrüßen. In diesem Jahr ein Fest des Widerstands. Ich will das gar nicht wünschen, dass die das immer machen, weil hier aus Deutschland könnt ihr bitte demonstrieren und euer Leben aufs Spiel setzen. Ja. Und ich freue mich daran. Das, ja. So meine ich das nicht, ne? Ja. Aber natürlich macht das was mit einem, um das wie Markus Lanz zu sagen, macht das was mit einem. Wenn man diese Bilder sieht, wie stark das plötzlich war, dann gab es strömender Regen, alle sind trotzdem draußen, tanzen. Ja, dieses eine Video, das war ganz krass, weil dieses eine Video, wo es so krass regnet und die sind auf den Straßen und rufen und singen, glaube ich auch. Und ich habe das gesehen, es waren zwei Freundinnen hier auch. Und wir haben auch Teelichter aufgestellt und sind über Teelichter gesprungen. Ja, ich auch. Mach jedes Jahr so. Echt? Geil. Und dann hat die eine Freundin mir das Video gezeigt, da war die andere noch nicht da. Und irgendwas war an diesem Video, dass ich voll traurig wurde, so Gamgin, und so gedacht habe, ich will da sein. So, ich habe das gesehen, dass ich möchte da sein. Wirklich, wirklich jede Faser meines Körpers möchte da sein. Das Iran-Update ist nicht einfach zu hören. Esler und Sahebi berichten darin auch über die Gräueltaten des Regimes, über Verhaftungen, Hinrichtungen, die Giftgasanschläge an Mädchenschulen, über die Reaktionen aus der Politik und das lange Schweigen der Bundesregierung, über Aktivistinnen und Aktivisten, die im Iran jeden Tag ihr Leben riskieren. Für diesen sehr persönlichen Wochenrückblick sind Esler und Sahebi in diesem Jahr mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information nominiert.
Und wer diesen Podcast hört, der ist vielleicht auch schon mal daran verzweifelt, Farsi mit Google Translate zu übersetzen. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Empfehlung für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radio Player oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, schreibt uns eine Mail an podcastpodcast@detektor.fm. Dieser Tipp kam von Charlotte Thielmann, Redaktion Joanna Voss und Doreen Rothmann, Produktion Benjamin Zerdani, Moderation Ina Lebetjew. Morgen stellen wir euch an dieser Stelle den Podcast Nachhaltig kritisch vor. Wir hören uns.